Hallo, liebe Freunde der Mathematik. Ich habe heute ein kleines Problem. Es soll um Wurzelgleichungen gehen. Und zwar, ich möchte vorausschicken, dass das Quadrieren bzw. das Potenzieren keine äquivalenten Umformungen einer Gleichung sind. In einer Wurzelgleichung gibt es eine Variable im Radikanten einer Wurzel. In einigen Fällen können Wurzelgleichungen durch Quadrieren auf lineare bzw. quadratische Gleichungen zurückgeführt werden, Jonas. Jetzt gehen wir hier ein bisschen rüber. Ich habe ein Beispiel. Wir betrachten die Wurzelgleichung 2 mal Wurzel aus x plus 4 gleich x plus 4. Die wird quadriert. Dann haben wir 4 mal x plus 4, weil quadrieren und radizieren sich aufheben, ist x plus 4 in Klammern zum Quadrat. Die Klammer ausgerechnet liefert 4x plus 16. Das ist eine binomische Formel, die erste, also x² plus 8x plus 16. Dann fasse ich das zusammen, dann bleibt das x² und 8x minus 4x sind 4x und 16 minus 16 sind 0. Jetzt klammere ich den rechten Ausdruck einmal mit x aus, dann haben wir x mal x plus 4 gleich 0. Das ist ein Produkt und ein Produkt ist 0, wenn ein Faktor 0 ist. Also setzen wir x1 gleich 0 und x2 wäre minus 4. Und das bedeutet, die Lösungsmenge wäre 0 bzw. minus 4. Okay, wir überprüfen das Ganze. Dann haben wir den ersten Fall für den Wert x1 gleich 0. Wir setzen das in die linke Seite der Gleichung. Dann haben wir 2 mal 0 plus 4 sind 2 mal und als Radikant bleibt 4 und Wurzel aus 4 ist 2, also ergibt sich 4. Bei der rechten Seite haben wir 0 plus 4 ist 4, also ist die linke Seite gleich der rechten Seite. Richtig, ist eine wahre Aussage. Für den zweiten Fall haben wir x2 gleich minus 4, wieder die linke Seite. Dann haben wir 2 mal minus 4 plus 4, das ist aber 2 mal Wurzel 0, also 0. Und die rechte Seite, minus 4 plus 4 ist 0, also ergibt sich auch wieder die linke Seite gleich der rechten Seite. Das war ein kleines Beispiel für Wurzelgleichungen. Wurzelgleichungen betrachten wir in Klasse 9 und man sollte also in der Lage sein, diese Problematik zu lösen. Ne? Bisher ja. Okay.